Ja, guten Morgen zusammen. Heute haben wir das Thema Wasserpflanzen. Wir haben uns hier einen Profi mit ins Boot geholt, der uns hier ein bisschen weiterhilft, Sascha Remund. Ja, es ist immer wieder die Frage, Wasserpflanzen im Teich, kann man das überhaupt mit Fisch zusammen machen, gell? Jetzt bei Koi explizit, was sagst Sascha, geht da mit Koi zusammen Wasserpflanzen im Teich? Ich würde sagen, sehr wohl. Sogar der Fischstock tut das befürworten, weil es halt einerseits für die Fische Belebung ist, im Sinn, dass sie dort sich dort beschäftigen können. Und andererseits ganz klar, wir haben einen guten Schattenspender für die Fische. Geht ja. Also problemlos. Was sagst du jetzt, länger die Pflanzen zum Sauerstoff einbringen oder muss man da noch etwas zusätzlich machen? Dort ist so ein das Phänomen, was halt Pflanzen macht. Einerseits am Tag ist das sicher alles tiptop und die Nacht zieht die extrem. Also sprich, wir dürfen das nicht außer Acht lassen, dass wir in der Nacht vielfach zu wenig Sauerstoff im Teich haben. Und wir empfehlen sowieso, wenn man einen Filter hat, ist ja ein Teil des Sauerstoffstabs ist im Ausströmer ist im Prinzip in der Biologie drin, für dass das belebt wird, dass die gut kann, ansiedeln kann. Und das andere ist ganz klar, wir propagieren den zweiten Ausströmer in den Teich rein, zwingend, gibt diesen Fisch noch Luft. Dann kann nämlich auch mal irgendwie eine Pumpe aussteigen und ihr habt gleich noch im Teich eben den Sauerstoff. Also das ist sehr, sehr wichtig, tun wir unbedingt sagen, braucht also zusätzlich noch im Teich für das Wohl der Fische einen zweiten Ausströmerstab. Voilà. Jetzt würden wir mal zu dem Thema kommen wegen dem Umtopfen. Das heisst, wir nehmen das mal aus dem Töpfchen. Manchmal hat es ein bisschen viele Wurzeln unten dran. Die darf man durchaus auch noch ein bisschen grob entfernen. Das passiert gar nicht, weil vielfach bei den Pflanzen tut man sie so machen, dass man die Wurzeln auch noch ein bisschen anschnitt, jetzt draussen im Aussenbereich. Darum macht es denen nichts, wenn ein paar abbrechen. Das will ich noch sagen, müssen wir das so machen, dass der Herd möglichst alle weggeht. Da tue ich einfach mal sicher grob einmal. Und man sieht, das wird natürlich alles schwarz. Darum habe ich da so Einweghändchen, gebig, weil jede Hausfrau hat in der Haushaltung. Und dann tut man das einfach mal grob befreien von dem ganzen Herd, der da drin war. Jetzt nehme ich auch den Wasserschlauch, damit wir das Ganze noch ein bisschen abspritzen können. Machen wir das hier gerade ein bisschen im Randbereich aus, dass wir nicht alles versäulen. Jetzt ist wichtig, nicht den starken Druck zu nehmen. Ihr könnt das auch daheim mit einer Duschebrause machen. Weil, wenn ihr jetzt die Wurzeln zu fest verletzt, dann ist die kaputte, in Anführungszeichen, angeritzt. Und das führt nachher vielfach zu Wurzelfüllnis. Und das tun wir jetzt eigentlich vermeiden, indem das, man sieht das gut, das tut nicht weh, kann man das so machen. Nicht, dass jemand daheim auf die Idee kommt, es ginge schnell mit dem Hochdruckreiniger. Tun wir das eigentlich super auswaschen, auch noch gut ein bisschen von unten, dass das eigentlich alles weg ist. Und jetzt, voilà, das ist schon gut. Jetzt sieht man hier, ist eigentlich das Restfoss restlos befreit von dieser Erde. Und jetzt können wir die Variante eben testen, die wir hier gesehen haben. Wir können einerseits die direkt in die Inseln hineinsetzen. Dann sagt man wurzelnackt. Also hier brauchen wir nicht noch zusätzliches Substrat und so Sachen drin zu tun. Und wenn man jetzt schaut, wie die Insel aufgebaut ist, die hat unten nachher so ein Gewebe, dass eben die Wurzeln hier die Pflanzen nicht unten rausfallen. Und oben drauf, auf der Oberseite, ist das Bast angeordnet. Und beim Bast können wir jetzt einfach ganz beliebig, wo wir wollen. Jetzt mal sagen, wir ziehen das Pflänzchen hierher, ziehen wir das auseinander und vielleicht die Wurzeln ein bisschen zusammennehmen, dass die gut da reingeht. So. Dementsprechend, manchmal geht es auch zu zweigebiger, wegen dem Helfen schnell ein bisschen spreizen. Aber das Ziel ist jetzt eigentlich, dass die Pflanze so in die Insel hineinkommt, dass die Wurzeln hier unten dran sind. Das ist wichtig. Es nützt uns nichts, wenn die Wurzeln oben dran sind und dann schlussendlich austrocknen. Und da sieht man jetzt, wenn jetzt die ein bisschen hin und her schwingen, was ja auf dem Wasser durchaus durch die Bewegung kann der Fall sein, die geht es nicht gerade um. Also das hält eigentlich sehr gut. Und da denke ich jetzt gerade so auf einer Insel, darf man durchaus vielleicht 6 bis 8 Pflänzchen tun. Wir wollen ja, dass es näher zuwächst, überwächst. Wir kommen auch, der wird sicher eins vielleicht noch
eingehen durch den Fisch. Und darum ist es vielleicht noch schlau, wenn ihr euch überlegt, daheim, dass man vielleicht noch eine zweite solche Insel kauft, wo man nebendran in ein Becken tun kann, damit sie dort in Ruhe durchwurzeln kann. Weil vielfach, jetzt gerade bei den gekauften Varianten, die noch nicht verwurzelt sind, ist natürlich am Anfang die Neigung stark vom Fisch, dass er das abknäppelt und dann kann mal einer, zwei kaputt gehen. Und dementsprechend, wenn wir das Bonbon nebendran haben und können wachsen lassen, können wir auch immer ein bisschen tauschen. Ja, jetzt würde ich mir sehr gerne noch aufzeigen, wie das sonst gemacht werden kann, im Sinne des sogenannten Filterkorbs, den wir hier haben, für die einzusetzen. Und da nehmen wir zu diesem Zweck das wieder raus. Geht ja hier relativ einfach. Und jetzt ist die Variante Substrat angedenkt. Wir nehmen das Substrat. Schnell ein Säckchen auftun. So. Und jetzt tue ich hier eigentlich die Pflanzen so reinstellen, dass ja die Wurzeln schon möglichst weit unten sind. Und ich tue jetzt Säuferli. Ich kann mit der einen Hand kann ich die ein bisschen heben. Ich tue das Substrat ringsherum. Verteilen. Einfach mehr auftun. So. Und jetzt vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Damit, einerseits haben wir jetzt die Wurzeln unter dem Säbli hier. Und jetzt tun wir das noch ganz leicht ein bisschen anlüpfen und tun eigentlich die Wurzeln fast so ein bisschen strecken bei dieser Pflanze. Da ist die Wurzel ganz sicher schön unten dran. Und die Pflanze ist nicht zu fest im Wasser, dass sie da im Sinn gerade würde abfaulen. Und wenn wir das ein bisschen gemacht haben, man kann das dann drumherum vertun. Man kann es ein bisschen anklopfen, weil das Substrat tut sich gut verkeilen in dem innen. Und dann tun wir das eigentlich noch bis zum Rest füllen, wo wir es brauchen. Nicht zu viel. So. Das Überschüssige. Dann da drin. So. Und jetzt ist die Pflanze dementsprechend schon fertig gesetzt. Jetzt möchten wir euch noch zeigen, was wir heute angesprochen haben, wenn die Pflanzen richtig durchgewurzelt sind, wie sie dementsprechend hier aussehen. Und wenn wir jetzt hier mal so eine lüpfen, sehen wir hier ganz klar, die haben einen wahnsinnigen guten Wurzelvorhang, also richtig kräftig. Das Zeug hat hier recht gut. Und dementsprechend hier schnell vielleicht zeigen, wenn man sieht, wie sauber das Wasser ist, schön klar. Wir haben hier also praktisch reines Wasser, nur mit diesen Pflanzeninseln. Wir haben hier keine Fische drin, muss man dazu sagen. Also kein zusätzlicher Kot, der ins Wasser käme. Und wenn wir jetzt hier so sehen, wie so eine Insel beschaffen ist, das ist jetzt eigentlich so simulierte die Sumpflandschaft. Man kann das natürlich auch noch ein bisschen steuern mit ein bisschen verschiedenen grünen Sachen, mit ein bisschen blühenden Sachen. Und je nachdem, wenn ihr Lust habt, könnt ihr natürlich selbstverständlich auch hier noch etwas Schönes Blühendes reinsetzen ins Vorhandene. Hier sehen wir Inseln, die noch nicht ganz bewachsen sind, also nicht ganz beleidigt. Die sind am Anwurzeln. Es hat durchaus noch Raum für weitere Pflanzen. Aber auch hier, wir sehen ganz klar, sehr gut durchgewurzelt. Es hat, man kann das recht nehmen, geht nicht auseinander. Mal, jetzt hoffen wir, dass wir euch ein bisschen lustig machen konnten, dass ihr Spass habt mit euren Wasserpflanzen und Teich. Weitere Infos entweder bei uns über Traumteiche oder direkt bei Keubreder, unserem Partner für Teichzubehör und Technik. Herzlichen Dank, seid ihr dabei gewesen. Merci vielmals.